Fantastic. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde Clash Royale. Und heute werden wir machen, was wir schon lange machen wollten, beziehungsweise worüber ich mich beim letzten Mal geärgert habe. Und zwar werde ich mir die Prinzessin shoppen. Wir gucken mal, kostet jetzt 1120, aber ein bisschen kann ich noch sparen. Ich habe nämlich noch ein paar Kisten, das wird nicht mehr allzu viel ausmachen. Aber ich würde es zumindest ja verschenken, wenn ich es jetzt nicht noch eben nutzen würde. Von daher öffnen wir noch eben die Truhen. Vielleicht ist ja irgendwo noch eine Prinzessin drin. Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Wir wissen es wirklich nicht. Mal gucken. Nein, das wäre jetzt schon sehr, sehr, sehr seltsam, wenn das noch funktioniert hätte. Bitten um Karten. Ich nehme momentan Schweinereiter. Ich weiß nicht warum. Habe ich noch nicht genug. Und dann werden wir jetzt mal schauen, was uns die Prinzessin kostet. Wir haben dann auf jeden Fall schon mal genug, um sie abzugraden. Mir fehlt dann aber immer noch Gold. Aber das wird dann die Frage sein, wie wir das machen. Ob ich dann das auch noch sofort kaufe. Wir warten mal ab. Wir gemmen sie uns. Jetzt haben wir ungefähr 100 Gems gespart durch die Kiste. Aber jetzt haben wir sie. Kein Gold mehr. 20.000 kostet das nur. Soll ich oder soll ich warten? Ja, Freunde, was jetzt? Was jetzt? Nein, da warte ich drauf. Da warte ich jetzt wirklich drauf. Also das wäre sonst ein bisschen vermessen, das jetzt auch noch auszugeben. Das wären mal eben geschmeidige. Wie teuer sind 1000 Gems sind 10 Euro circa. Also gerade knappe 10 Euro. Jetzt brauchen wir nochmal 900. So viel Gems? Wie viel waren es? 940. Das wären nochmal 10 Euro. Nee, ich bezahle jetzt nicht 20 Euro für einen Prinzessin-Level. Das wäre ein bisschen übertrieben. Dementsprechend warten wir auf das nächste Gold. Ihr werdet aber dabei sein, wenn ich es upgrade. Ich hoffe, das dürfte, ich denke mal, dass es nicht so lange dauern dürfte. Ich denke mal 3, 4, 5 Tage, dann haben wir das vielleicht irgendwie schon zusammengespart. Ich bin immer noch am Experimentieren mit dem Friedhof. Ich bin jetzt nochmal auf das eine Deck zurückgegangen, was ich gestern am Anfang schon mal hatte. Ich habe zwischendurch ein bisschen anders rumgefriemelt. War, sag ich mal, semi-erfolgreich. Von daher, schade, ich hätte jetzt gerne den Friedhof genommen, aber ich muss jetzt eben erst verteidigen. Das hätte sonst keinen Mehrwert gehabt. Wenn ich da jetzt einfach den Friedhof gesetzt hätte, jetzt können wir ihn setzen. Und mal gucken, was dabei rumkommt. Ob wir den Turm schon kriegen. Ja, guck mal, das macht der Friedhof schon ganz ordentlich. Zusammen mit den Elite-Barbaren hat das schon ziemlich gerappelt da oben. Das funktioniert aber auch nicht immer so schön. Also ich bin damit auch schon eine ziemliche Ecke abgesackt. Ich weiß gar nicht, bei welchem Pokal ich jetzt gerade bin. Ich guck da ja nie so drüber. Ich gucke eigentlich nie auf die Pokale. Von daher weiß ich gar nicht, bei welchem Pokal ich momentan bin. Das soll mir aber auch im Endeffekt jetzt egal sein. Wie gesagt, ich hab's ein bisschen rumexperimentiert. Aber so richtig ausgereift war das alles noch nicht. Dementsprechend musste ich nochmal schauen. Oder muss ich nochmal schauen, wie ich das jetzt in Zukunft machen will. Müssen wir dann mal eins von beiden verteidigen. Ich glaube, ich habe die falsche Seite gewählt. Clevererweise falsch geklickt. Naja, nicht so schlimm. Die Seite können wir ruhig verlieren, da den einen Turm. Aber die Prinzessin sollten wir uns bei Zeiten da oben wegnageln. Das kriegen wir aber dann auch noch hin, wenn wir jetzt hier den Elite-Barbaren... Habe ich schon wieder Elektro-Barbar eben gesagt? Ich vertausche mal Elektro-Barbar und Elektromagier. Elite-Barbar und Elektromagier. Falls ich das mal verwechsle im Eifer des Gefechts, bitte rastet nicht sofort wieder aus. Das passiert schon mal, wenn man so viel labert, dann muss man sich auch schon mal versprechen. Ich zumindest. So, und jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir uns hier nicht zu viel in der Laberei verstricken und es komplett verkacken. Dementsprechend müssen wir mal schauen, wie wir es jetzt hier hinbekommen. Müssen die ein bisschen versetzt setzen, damit der Schuppen-Johnny, hätte ich fast gesagt, damit der Axt-Johnny da seine Arbeit nicht so gut verrichten kann. Und wir holen uns einfach jetzt den rechten Turm. Und wenn wir die Sicherheit, den mit Sicherheit haben, zack, dann gucken wir, ob wir uns den dritten in der Mitte auch noch eben kassieren. Aber dafür nehmen wir erstmal jetzt hier die Elite-Barbaren in die Mitte und verteidigen eine Runde. Den Friedhof können wir auch immer noch so da oben drauf dengeln. Das ist nicht so das Problem. Das müssen wir aber nicht drauf anlegen, dass das jetzt so passiert. So. Da müssen wir ein bisschen gucken. Wie gesagt, ich will jetzt den Turm nicht zu früh verlieren. Ich muss halt darauf achten, dass ich nicht noch verliere. Jetzt haben wir noch 10 Sekunden. Aber das hätten wir schon mal.
Denk mal, wir gehen in die Verlängerung. Hat er nichts zum Werfen, der Kollege? Hat er echt nichts? Na, schade. Ich hätte ihn jetzt am liebsten das linke Ding noch holen lassen. Und mir dann den Hauptturm gesnackt. Aber dafür war er jetzt auch ein bisschen nicht ausgerüstet, um sich den noch zu holen. Aber gut, was willst du machen? Passiert halt. Kann man ja sich nicht immer so beeinflussen. So. Achso, ich habe übrigens noch eine Frage. Ich lese mal immer in den Kommentaren zwischendurch mal. Kannst du nicht mal meinen Account hochleveln auf Level 10? Da denke ich mir mal, wie genau soll das funktionieren, Freunde? Wollt ihr mir euer Handy schicken und ich zock damit oder was? Wollt ihr mir auch Google-Zugangsdaten geben und ich zock damit oder was? Weiß ich nicht. Also, ich habe keine Schimmer, wie sich die Leute das vorstellen. Aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Guck mal, ich könnte sogar noch eine kaufen. Nein. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben, wie genau ihr euch das vorstellt, dass wir eure Gedöns da hochspielen. Weil ganz ehrlich, ihr könnt mir doch nicht euer Google-Konto geben. Seid ihr verrückt? Wegen so einem dusseligen Kackspiel? Ehrlich, da kann ja alles Mögliche dranhängen. Naja. Soll mir jetzt egal sein, aber manche Leute sollten da vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken. Bevor sie solche Aktionen... Naja, egal. Weil, ganz ehrlich, ich kann doch nicht... Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gelesen. Ich kann doch nicht von irgendwem... willst du mir das Handy schicken oder was? Oder GameCenter, ja, vielleicht auch GameCenter-Accounts von Apple, aber das macht doch keinen Sinn. Ich meine, ich würde von mir aus gerne, kann ich es tun? Dann gib mir dein Google-Passwort, aber das ist doch, naja. Eher kontraproduktiv, glaube ich. Naja, ist aber auch nicht so... Nicht so ernst zu nehmen, das Ganze, glaube ich, ich wollte einfach nur mal fragen, weil ich finde es lustig manchmal. Genau wie die, da war jemand, der wollte, was war das denn noch? Ich weiß es gar nicht mehr, irgendwas wollte da auch schon mal jemand. Das war auch so ein bisschen verwirrend, wo ich mir dachte, warum, ey? Aber naja, so. Oh, das wird doch schon mal ganz gut von. Jetzt ist wieder ein dusseliges, okay. Reicht schon, ich wollte gerade sagen, ist jetzt ein dusseliges Skelett an den Hauptturm gelaufen oder was? Naja, so. Aber müsst ihr mal auf Atme, steht voll oft in den Kommentaren. Kannst du meinen Account hochspielen? Aber wie, dann sein Clip immer wie zumindest. Also das möchte ich echt mal gerne wissen. Warum hast du da jetzt kein Zap drauf geworfen? Hab ich vergessen. Hab ich vergessen. Boah, das hasse ich ja. Lava, Hund und Ballon, dagegen kann ich nichts machen. Der Turm wird jetzt, da könnt ihr jetzt zugucken, wie der Turm gleich down ist. Da kann ich einfach nichts gegen machen. Das Gute ist, die Lava-Welten dehnen sich nicht weiter aus, wenn die einmal von der Axt getroffen wurden. Ich weiß nicht genau warum, die bleiben dann stehen. Das ist im Endeffekt dafür ganz praktisch, weil die Axt die dann nochmal treffen kann. Die breiten sich nicht wieder aus. Ich weiß aber nicht, ob das nicht vielleicht ein Bug ist. Das könnte eventuell sein. So. Jetzt mal auch mal den Friedhof hin. Okay, das Mal hat er nicht so viel gerissen. Müsste man gleich drauf achten. Wenn die Lava-Welpen von dem Ball getroffen werden, dann dehnen die sich nicht weiter aus. So, jetzt achte mal. Siehst du, die bleiben stehen. Ist das ein Bug oder ist das irgendwie Absicht von dem Ding? Ich weiß es wirklich nicht. Das müsste mir jetzt mal einer verraten. So. Alter, ich komme gar nicht mehr durch da hinten. Was ist da los? Wo, der Eisbärenbaby. Gucken wir mal, ob wir den noch jetzt kriegen da oben. Ein paar Skelette kommen noch dran, aber jetzt mit dem Hauptturm ist es schwierig. Aber wir haben gewonnen. Wir haben immerhin gewonnen. So. Und damit sind wir auch erstmal durch für heute, würde ich sagen. Wir haben natürlich schön jetzt die Prinzessin 4 von 4, heißt wir brauchen dann noch 20.000, die kriegen wir aber locker irgendwann zusammen. Und dann haben wir die Prinzessin auf Level 3, was natürlich schon mal ein ordentlicher Fortschritt sein wird. So, jetzt sind wir erstmal durch für heute. Ich bedanke mich fürs Gucken, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, macht's gut und tschüss.